Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Irgendwie jetzt nach der Geschichte in der letzten Folge, Ende der letzten Folge, tut er mir jetzt doch irgendwie ein bisschen leid. So. Der war schon sehr impulsiv, muss man sagen. So, durchsuchten Bücher. Die Bauernküste haben wir noch nicht. Zählt das jetzt als gestohlen? Ich hoffe nicht. Okay, nee. Der Pfadbuch 4, der Aufbruch. Da steht nichts von Stehlen. Wo genau sind wir hier? Erzählung des Wanderers, der Fechtmeister. Der Wanderer berichtet von einem Söldner, der sowohl Ein- als auch Zweihandwaffen meistert. Nehmen Genesungstrank. Schere. Benötigt einen Schlüssel. Komme ich da trotzdem noch ran? Ich komme da ran. So, das nehmen wir auch mal mit. Zerstörtes Buch, Genesungstrank ranzig. Ich habe aber so ein Gefühl, wir sind vielleicht immer noch in so einem Traum. Kann das sein? Dass ich mir das einbilde. Ja, gut möglich, dass ich jetzt nur meine Sachen bekommen habe, weil leeres Papier können wir lesen. Wir können leere Blätter lesen. Sonnentempel Sanctum. Landschaften Endrad Golden Forest. Aspiranten. Hüter. Novize. So, wer bist du? Reitet wohl. Landschaft, Bauernküste. Das Goldene Haus. Ich darf es mitnehmen. Den haben wir schon, den kennen wir schon. Der kluge Junge und der Wegestreue. Die magische Disziplin der Lichtmagie. Der verlorene Brigand. Da haben wir auch noch ein Buch. Leben des Torgen. Kann ich hier irgendwas entzaubern? Nein, ich habe nichts. Ich habe nichts zum Entzaubern hier. Schriftvollen Stapel. Bücher. Noch mehr Bücher. So, leeres Papier. Das sieht ja cool aus. Da ist die Aspirantin wieder. Irgendwo ging es wieder hoch. Hier. Wir müssen ja da lang. Interessante Kapelle.
Helle, würde ich jetzt mal nennen, im Podium. Und ihr glaubt wirklich, es kann funktionieren? Das klingt abstrus. Ich glaube nicht, ich weiß. Und was den Söldner angeht, er mag zwar nicht der strahlende Hüter von Schloss Sternensund sein, aber er ist fähiger als die meisten eurer Männer. Ich will ihn. Und ihr werdet eure Chuchessa davon überzeugen müssen. Muss ich das? Na schön, ich werde sie überzeugen. Ihr hört von mir. Will ich hoffen. Auf bald. Konstantin? Na, sieh mal einer an. Ihr habt diese unsinnige Prüfung also überstanden. Hoffen wir, dass diese Ignoranten euch dann etwas mehr Akzeptanz entgegenbringen werden als uns Heretikern, aber ich wage es zu bezweifeln. Wo aus der Nährung kommt ihr genau? Ach, das ist schwer zu sagen. Den Großteil meiner Zeit habe ich bei Narazuls Orden verbracht, aber in meinen jungen Jahren bin ich viel herumgereist. Nicht nur in Nerim. Und bei euch? Mit welchen der drei Idioten hattet ihr das Glück aufzuwachsen? Den idiotischen Nordreich-Rebellen, den idiotischen Kanzler oder den idiotischen Sektenspinnern? Letzteres, Ostian, um genau zu sein. Ostian? So, so. Eigentlich ein schöner Fleck. Aber dieser verdammte Schöpfertempel hat ja sein Bestes getan, es in einen lebendigen Albtraum zu verwandeln. Offen gestanden war er es, wegen dem ich Narazul Arantials Sache damals beigetreten bin. Ich war damals ein junger reisender Arkanist und wollte in Ostians Arena etwas Geld verdienen. Gegen ein paar wilde Tiere kämpfen, ihr versteht schon. Ich hatte viel über den Süden Nerims gehört und stellte mir einen exotischen Ort vor, an dem das Leben pulsiert. Gewürze, Abenteuer, schöne Frauen. Aber wisst ihr, wovon ich stattdessen begrüßt wurde, als ich das Stadttor erreichte? Wovon? Von Kreuzen. Mindestens 50. Und an jeden davon war ein Mensch aufgeknüpft. Sie waren aufgestellt wie Bäume in einer Allee. Es war einfach furchtbar. Der Geruch von verbranntem Fleisch überall, die Schreie der Männer, Frauen und Kinder, die aus irgendeinem Grund gegen die Regeln dieses Gottes verstoßen hatten. Ich träume noch heute davon. Dieser Moment war es, in dem ich der Religion den Krieg erklärt hatte. Ich war es so leid zu sehen, wie irgendwelche Narren sich einander die Kehle aufschlitzten, nur weil sie ihre eigenen Probleme in irgendeine heilige Schrift oder eine übergeordnete Macht projizieren. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Fanatisch religiöse Menschen sind unbelehrbar. Warum tut ihr das, frage ich sie, weil mein Gott es mir befohlen hat. Was soll man da noch sagen? Deshalb macht mich dieser Ort auch so krank. Wir brauchen die Ressourcen des Ordens und sie brauchen unser Wissen. Und wichtiger, wir wollen beide dasselbe. Ja, hier herrscht Frieden, aber Philosophie, freies Denken, so etwas sucht man hier vergebens. Es ist zum Erbrechen. Boah, ich fühle das richtig, was er sagt. Aber ist das Problem wirklich die Religion, nicht die Menschen, die sie radikal auslegen? Ich weiß ja nicht. Ich denke, die Menschen brauchen etwas, woran sie glauben können. Es gibt ihnen Hoffnung. Religion ist gefährlich. Das steht außer Frage. Da bin ich einer Meinung. Sie ist es dann, wenn man mit seinem Glauben nicht bei sich bleibt. Wie fühlt ihr euch jetzt, wo die Götter tot sind? Habt ihr damit nicht euer Lebensziel erreicht? Ihr stellt Fragen, Mädel. Aber gut, ihr seid kein Götterlämmchen. Was kann es also schaden, euch davon zu erzählen? Ja, die Götter sind tot. Zumindest weist alles darauf hin. Aber offen gestanden hat sich zu wenig geändert, als dass ich mich wirklich fühle, etwas erreicht zu haben. Den meisten von uns auf Nerim ging es so. Einiges hat sich geändert. Der Bürgerkrieg auf Nerim beispielsweise. Der hat eher mit dem Fall Baratheons und Narazuls Angriff auf den Schöpfertempel in Ostian zu tun. Und mit dem Zyklus, wie wir seit kurzem wissen. Enderal ist das beste Beispiel. Das religiöste Land von allen. Aber dennoch geht es hier weiter wie zuvor. Wie erklärt ihr euch das? Vermutlich damit, dass die Herrschaft der Götter mehr auf dem Glauben an sie als auf ihren tatsächlichen Taten fußte. Sie waren mehr ein Symbol als wirkliche Herrscher, sozusagen. Bereut ihr indirekt zu ihrem Tod bereuen? Weit davon entfernt.
Die Götter waren Tyrannen und sie raubten uns Menschen das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Sich von ihnen zu befreien war der erste Schritt zu einer besseren Welt. Dessen bin ich mir sicher. So, da bin ich mit ihm einer Meinung, tatsächlich. Erzählt mir etwas mehr über euren Orden. Wer bin ich? Ein wandelnder Foliant? Lest euch doch die Aufzeichnung der Chronisten hier über den großen Krieg durch. Dort steht alles, was ihr wissen müsst. Wir sind ein Haufen ketzerischer Fanatiker, die Thealu Arantia als verblendetem Sohn in den Krieg gegen die Götter gefolgt sind. Nachdem die uns aber in der Schlacht von Xaroma glorreich schlugen, wurde Narazul eingekerkert und wir, seine überlebenden Anhänger, versteckten uns in den Bergen, um von dort aus feige und hinterhältig Anschläge auf das ach so erhabene Reich der Götter zu verüben. Warum so defensiv? Die Frage war nicht böse gemeint. Und ihr habt all das miterlebt? Das meiste. Aber ich will nicht darüber reden. Das geht euch wirklich nichts an. Okay, dann akzeptiere ich das. Sind die neremesischen Magier im Sonntempel euer gesamter Orden? Also seid ihr allesamt Arantial nach Endra gefolgt? Leider nein. Nicht jeder war so begeistert von der Idee eines Bündnisses mit unseren alten Erzfeinden wie wir. Warum? Wissen die denn nicht von dem Zyklus Unterläutung? Und was uns bevorsteht, wenn wir nichts dagegen unternehmen? Gute Frage. Ich schätze, dass sie es tief in sich schon wissen, aber wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann, dass Menschen gut darin sind, wegzuschauen, wenn das, was sie sehen würden, nicht in ihr Weltbild passt. Ihr meint, die anderen sind nicht hier, weil sie den Zyklus nicht als Gefahr anerkennen wollen? Das meine ich. Und ja, es frustriert mich außerordentlich, so viel Ignoranz in unseren eigenen Reihen zu sehen. Aber sei es drum. Die, auf die es ankommt, sind dabei. Also, wer im Tempel gehört alles zu euch? Außer ein paar Akolyten noch Yuslan Sharim, der begnadetste Entropist der zivilisierten Welt, und die Shari Pekast, unsere Spezialistin für alles, was mit P anfängt und Jerisch aufhört. Aber seht euch doch einfach selbst um. Ihr habt ja ebenso Augen wie ich. Okay, danke für alles. Prophetin, schön euch wohl aufzusehen. Wie fühlt ihr euch? Seufzend wunderbar, wie auch sonst. Das Ritual hätte mich töten können. Verschweigt mir so etwas nie wieder, wenn ihr zukünftig meine Hilfe wollt. Noch etwas durch den Wind, aber ansonsten in Ordnung. Danke der Nachfrage. Traut ihr euch so wenig zu? Ich wusste, dass ihr bestehen würdet, sonst hätte ich nie für euch gebürgt. Aber ich werde eure Worte beim nächsten Mal in Betracht ziehen. Alles, was nun noch zu tun bleibt, ist der Eid. Dann können wir uns endlich den dringlichen Dingen zuwenden. Worauf werde ich schwören müssen? Die toten Götter? Meine Loyalität zum Orden? Nichts davon. Ihr werdet schon sehen. Gut, ich bin bereit, wenn ihr seid. Die Zeremonie muss noch vorbereitet werden, also brauchen wir mindestens noch einen Tag. Kommt dann einfach wieder hierher. Auch wenn es mich schmerzt, noch mehr Zeit zu verlieren. Die Läuterung kommt näher. Erst diese Nacht hatte ich wieder einen dieser Träume. Ein Traum? Und was habt ihr gesehen? Menschen, die ich kannte. Auch euch. Aber nicht ihr habt gesprochen, sondern irgendjemand anderes. Etwas anderes. Ich glaube, dass dieses Etwas, diese Wesen, mit dem Zyklus in Verbindung stehen. Sie ließen Andeutungen fallen und spotteten, dass unser Kampf gegen die Läuterung aussichtslos sei. Es war eigentümlich. Ich habe dasselbe getrunken, bevor ich im Curarium aufgewacht bin. Tatsächlich? Das ist interessant. Es muss etwas mit unseren Rollen als Boten zu tun haben. Vielleicht verbindet uns das. Irgendeine Vorstellung, um was oder wen es sich bei diesen Wesen handelt? Ich weiß es nicht. Vielleicht Dämonen oder irgendwelche magischen Entitäten. Sie sind jedenfalls anders. Schwer in Worte zu fassen. Aber wenn sie tatsächlich den Zyklus verantworten, sind sie unsere Feinde. Das ist alles, was für den Moment zählt. Kommt morgen wieder. Dann sehen wir weiter. Ihr hattet erzählt, dass ihr 30 Jahre in Gefangenschaft wart. Wart ihr die ganze Zeit über allein? Ja? Warum fragt ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 30 Jahre Isolation spurlos an einen vorbeigehen. Das tun sie auch nicht. Worauf wollt ihr hinaus? Auf gar nichts, vergesst es einfach. Ihr wollt, dass ich eurer Führung vertraue, aber wenn ich das tun soll, will ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ein nachvollziehbarer Wunsch.
Aber fragt zukünftig direkt. Ich bin kein Freund von Andeutungen. Also, ja, die Zeit hat Narben hinterlassen. Die Entwürdigung, der Hunger, um die offensichtlichsten Dinge zu nennen. Die Einsamkeit war aber das Schlimmste. Ironischerweise war das das Letzte, womit ich gerechnet hatte, wisst ihr. Von all den Dingen, die man einem Menschen antun kann, wirkt sie so banal. Aber das ist sie nicht. Entweder man entwickelt Methoden, mit ihr zurechtzukommen, oder man zerbricht. Glücklicherweise gelang mir Ersteres. Erinnerungen an die Zeit vor meiner Gefangenschaft, die Aussicht auf das, was danach kommen würde, diese Dinge waren meine Fenster zur Außenwelt. Sie haben mich daran erinnert, dass ich mehr war als diese ausgemergelte Gestalt in den Gewölben. Und dann wart ihr plötzlich wieder frei? Wie hat sich das angefühlt? Seltsam. Alles erschien mir so grell und unwirklich. Gerade im Kloster von Narazuls Magiern fiel mir das auf. Ich hatte Schwierigkeiten, mit Menschen zu sprechen. Und immer wenn ich es tat, kam es mir vor, als wäre mein Gegenüber eine Wachsfigur, vor mich gestellt, um mich zu verhöhnen. Und wie ist es mittlerweile? Besser. Unsere Mission, meine Verantwortung hier als Großmeister, es hat mir geholfen, wieder in der echten Welt anzukommen. Mich überrascht, dass ihr nach dieser Erfahrung gleich wieder zurück in den Dienst getreten seid. Was wäre die Alternative gewesen? Ein Leben als Fischer? Gerade was mir widerfahren ist, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass ich jetzt hier bin und tue, was ich tue. Das ist es doch, woran es der Welt fehlt. Menschen, die ihren Willen nicht von einem Schicksalsschlag zerstören lassen. Und wegen des Zyklus? Ja. Könnt ihr mir noch mehr über die Boten erzählen? Was macht uns aus? Das kommt darauf an, wen ihr fragt. In manchen Aufzeichnungen der Pyräer werden wir als Auserwählte bezeichnet. Aber das halte ich für falsch. Die richtige Bezeichnung wäre Schachfiguren mit eigenem Willen. Was auch immer hinter dem Zyklus steckt, es hat uns Kräfte gegeben und damit eine Aufgabe. Aber es liegt an uns, sie zu erfüllen. Und warum habt ihr keinerlei Vermutung darüber, warum genau wir beide Boten sind? Nein, habe ich nicht. Und was genau sind unsere Aufgaben? Genau kann ich euch das nicht sagen, nur andeutungsweise. Meine ist es, den Kampf gegen die Läuterung zu leiten, die Kräfte zu einen und eure, die Vergangenheit zu lesen und uns das Wissen zu verschaffen, das für einen Sieg notwendig ist. Wie genau das geschieht, das müssen wir herausfinden. Gibt es außer unseren beiden noch andere Boten? Das weiß ich nicht, aber es gibt Andeutungen. Wir werden sehen. Dieser Kreislauf, habt ihr eine Vermutung, wie lange das schon so geht? Die Pyräer sprechen davon, dass es bereits seit Äonen so geht. Seit diese Welt, seit das Meer der Eventualitäten besteht, besteht auch der Zyklus. Es scheint eine Konstante der Existenz zu sein. Und keiner Menschheit ist es bisher gelungen, den Zyklus zu brechen. Das ist entmutigend. Den Pyräern ist es nicht gelungen. Und den dutzenden Zivilisationen vor ihnen auch nicht, so viel wissen wir. Aber was davor war? Der Blick in die Vergangenheit ist begrenzt. Fakt ist, dass der Zyklus für uns eine reale Bedrohung darstellt. Und das ist alles, was für den Moment zählt. Okay, mehr kann ich nicht mit ihm reden. Wo ist er hin? Da. Okay, ich muss am nächsten Tag wiederkommen. Sonntempel Sanctum. Hier gab es irgendwo einen Ausgang. Und wo war denn der Ausgang? Was? Hohe Mata? Schreitet wohl. Geht weiter. Schreitet wohl. Okay, was war... Ein Licht, ein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben und im Tod. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Hüter sein will. Was für ein Mistwetter. Ob wir das aussuchen. Mistwetter, wir sind drinne. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist.
Nur die talentiersten aller Novizen schaffen es zum Ordenshüter oder Arkanisten. So, hier einmal raus. Dies ist heiliger Boden, Frankländer. Ihr gehört nicht hierher. Ich bin ab morgen Hüter, also ich werde zum Hüter gemacht. Wenn gleich nicht notwendig, sind die... Madame de Luna, und ich bin darauf reingefallen. Naja, scheinbar ist der Großmeister ja ganz begeistert von euch. Fremdländer und Wegelose im Tempel scheinen ja neuerdings in Mode zu sein. Warum immer so rassistisch? Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Ich fühle mich ein bisschen angefeindet hier. Aber okay, wir gehen mal nach Hause. Legen uns da vielleicht mal schlafen. Madame, wartet einen Augenblick. Puh, endlich habe ich euch gefunden. Hier, ein Brief für euch. Dem jungen 10 Groschen geben? Danke, hier nimm und kauf dir was Schönes. Was? Oh, das ist sehr großzügig von euch. Sichere Straßen wünsche ich und möge sein Licht euch leiten. Jeder Tag der letzte Teil 2. Den Brief lesen. So. Hier, mysteriöser Brief. Überrascht von einem Boten kurz nach dem Bestehen der Siegelsweihe. Schönes Fräulein, herzlichen Glückwunsch zu deiner Aufnahme in die Reihen des Ordens. Du kennst meinen Standpunkt zu deinen neuen Schwestern und Brüdern ja bereits. Aber nach unserem letzten sehr erfreulichen Gespräch im Tanzenden Nomaden würde mich das Wissen, dir nicht zumindest in Person gratulieren zu haben, nachts um den Schlaf bringen. Falls es dir deine heiligen Pflichten so erlauben, triff mich an dem alten Wachturm westlich von Arg. Besten Gruß, Jesper. Alten Wachturm westlich von Arg. Dann gehen wir mal dahin. Beziehungsweise... Welchem alten Wachturm westlich von Arg? Den hier? Ist Jesper doch geblieben? Suchen wir mal den Weg wieder raus, hier runter. Kann ich auch. Ich würde aber gerne es wieder hell haben, Tag haben. So, Kasernenviertel. Meine Talente bilden Synergien. Erzeugt eine Pfütze mit... Ich würde gerne eigentlich zu Ende lesen, die Dinger. Herzland? Ne, Fremdenviertel, okay. Als Sonnenküste bezeichnet man die Heidelandschaft im Westen Enderals. Madame. Der Herr? Ich finde das super, wie die hier mal einander sprechen. Ist anders als in Skyrim, da quatschen die einen einfach voll. Mit irgendwas Unnötigem. Schreitet wohl. Madame. Der Herr?
So, und Jesper ist da. Hallo Jesper. Du bist gekommen. Sehr schön. Und? Alles im rechten Lot? Ich habe viele Geschichten über diese Prüfung gehört und war mir nie sicher, was davon zu halten ist. Wie war's? Es war ungewohnt. Wolltest du nicht auf einem Schiff nach Kili sein? Leichter als erwartet. Warum bist du noch hier? Wolltest du nicht auf einem Schiff sein? Das war wirklich leichter als erwartet. Ich habe mich umentschieden. Komm, lass uns raufgehen. Es wird sich lohnen. Umentschieden? Es sagt immer noch hier lang. Jesper, was hast du vor? Jesper? Wir sind oben. Diese Person ist beschäftigt. Jesper? Ich glaube, ich habe jetzt ein kleines Problem. Also vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen? Geh mal ein paar Meter weiter. Wenn ich weit genug weg bin, aktualisiert sich das vielleicht? Oder ist das immer noch unten? Ist immer noch unten. Jesper? Nina, wie lange? Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Öffnen Herzland. Da wären wir. Warte kurz. So. Wein oder Pfeife? Ich brauche nichts, danke. Nein? Schade. Das war eigentlich als Gratulationsgeschenk für die bestandene Prüfung gedacht. Aber auch nicht schlimm. Ja, ich trinke nicht. Es geht auch nichts über guten Tabak und eine schöne Aussicht. Immer wieder schade, wie wenige Menschen solche Dinge zu würdigen wissen. Also. Erzähl mal, mein schönes Fräulein, was treibt dich eigentlich an? Das frage ich mich nämlich schon die ganze Zeit über. Ich meine, im Grunde zwingt dich doch nichts, dem Orden zu helfen. Und mit deinen Fähigkeiten hättest du als Söldner binnen weniger Monde ausgesorgt. Von der Gefahr, in die du dich begibst, ganz zu schweigen. Einen Preis für die ungefährlichste Arbeit Vince bekommt diese Mission, auf die Arantial dich schickt, sicherlich auch nicht. Ordenshüter zu sein bedeutet, Einfluss zu haben. Das gefällt mir. Wenn dieser Zyklus und die Läutung wirklich real sind, betrifft uns das alle. Ich muss meinen Teil dazu beitragen. Das ist weniger Wahl als Verantwortung. Gute Frage. Ehrlich gesagt versuche ich das selbst noch herauszufinden. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich tue einfach das, was sich ergibt. Das ist alles. Du lässt dich also einfach treiben. Schöner Gedanke. Es ist jedenfalls interessant zu sehen, wie du dich vom Flüchtling zum Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Sache entwickelst. Erinnert mich sehr an eine Frau, mit der ich eine Weile lang zusammengereist bin. Lysia. Egal, wohin sie ging, am Ende stand sie immer im Mittelpunkt. Und wer war diese Lysia? Wir hatten uns bei einem gemeinsamen Auftrag kennengelernt. Normalerweise funktioniere ich besser allein, aber diese Zusammenarbeit war wirklich erfrischend. In jeder Hinsicht. Weshalb wir auch nachher noch weiter zusammengearbeitet haben. Was auch wunderbar funktioniert hat. Zumindest anfangs. Sie ließ einfach alles viel zu nah an sich heran, weißt du? Ja, sie war Söldner, wie ich.
Aber sie suchte sich immer nur die Missionen raus, wo sie Menschen helfen konnte. Oder die zumindest keinen Schaden anrichteten. Du kannst dir denken, dass das in meinem Arbeitsfeld nicht immer funktioniert hat. Und wenn das passierte, ging ihr das wirklich nahe. Traurig, wenn man so darüber nachdenkt. Also wart ihr ein Paar? Wir reisten miteinander und wir teilten das Bett. Also, ja. Nach handelsüblicher Definition waren wir ein Paar. Wie lange habt ihr zusammengearbeitet? Das waren, lass mich nachdenken, ungefähr 3 Jahre, ja. Wir waren auf Arazeal, Kyra und Arctvent. Und einmal kämpften wir sogar gegen eine Gruppe der Erstarrten auf Melee. Lysia kämpfte so inbrünstig, wie sie lebte. Ich weiß nicht, ob ich das ohne sie überlebt hätte. Wenn sie Menschen helfen wollte, warum ist sie Söldnerin geworden? Oh, verschiedene Gründe. Punkt 1, sie war in erster Linie reisende Heilerin und nutzte das Geld der Missionen, um über die Runden zu kommen. Punkt 2, es ging ihr nicht nur um andere. Sie wollte helfen, ja. Aber sie wollte auch Erfahrungen machen. Lebe wie ein Adler, liebe wie ein Wahnsinniger, träume wie ein Gott. Ein bisschen melodramatisch, ich weiß. Aber das war ihr Credo. Wie kam es, dass ihr euch getrennt habt? Ach, wir waren einfach zu verschieden. Ich schätze, darauf läuft es hinaus. Seien wir mal ehrlich, ich bin kein Ritter in schillernder Rüstung. Und schon gar kein Weltenretter. Lysia und ich, wir waren einfach zum Scheitern verurteilt. Wir waren Liebhaber, dann wieder Freunde, dann wieder Liebhaber und so weiter und so fort. Irgendwann war mir das einfach zu viel, zu extrem, zu vereinnahmend. Sie wollte also etwas Ernstes, Liebe? Liebe, so wie sie es definierte. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten wir uns gleich nach der ersten Nacht vermählt. Und wenn es nach dir gegangen wäre? Das ist ein langes Thema. Und keines, mit dem ich deine Sympathie gewinnen werde, wenn du den Überzeugungen der meisten folgst. Lass uns ein andermal darüber reden. Also ist sie gegangen. Gegangen. Ja, so könnte man es sagen. Aber genug von mir. Was ist mit dir? Gab es in deinem Leben jemanden? Oder warst du schon immer die einsame Wölfin? Noch nicht. Nein. Ja, gab es. Vielleicht auch nicht. Es geht dich nichts an. Fragst du aus Interesse oder mit Hintergedanken? Nicht, dass mich Letzteres stören würde. Komm, wir bringen das. Wir hauen das mal raus. Aha, so denkst du also von mir. Können zwei gut aussehende Abenteurer denn kein nächtliches Gespräch auf einem alten Wachturm haben, ohne dass das gleich etwas impliziert? Aber Spaß beiseite, ich weiß, worauf das hinauslaufen soll. Und so attraktiv du auch bist, ich halte das für keine gute Idee. Warum? Gibt es bereits jemanden? Diese Frau aus dem tanzenden Nomaden? Samara? Nein, ich weiß nicht. Vielleicht war die Sache mit Lysia für mich genug. Sex ist schön und gut, aber für alles darüber hinaus fehlt mir vielleicht einfach die Naivität, schätze ich. Liebe hier, Liebe da. Die Menschen haben so verquere Erwartungen. Manchmal glaube ich, uns wäre allen geholfen, wenn wir endlich mal in Betracht ziehen würden, dass der Unterschied zwischen uns und den Affen gar nicht so groß ist. Wer sagt denn überhaupt, dass ich etwas Verbindliches will? Ich verstehe das nicht ganz. Du findest mich was anziehend, aber trotzdem hast du kein Interesse? Okay, warte mal. Was nehmen wir? Nein. Das würde nur für Schwierigkeiten sorgen, glaub mir. Und außerdem kann ich mir kaum vorstellen, dass eine Frau wie du nicht 100 andere Alternativen hätte, aus denen sie wählen könnte. Und wenn mich diese Alternativen nicht interessieren? Wenn du kein Interesse an mir hast, kannst du das auch einfach sagen. Ich bin kein Kind mehr. Ich glaube, bei den meisten ist das eher so, dass sie das hinnehmen würden, glaube ich, oder? Tja, dann... Das ist irgendwie genau das, was ich mit verqueren Erwartungen meine, weißt du? Wir sind hier.
Wir können uns leiden und wir führen ein interessantes Gespräch. Müssen wir also das Ganze unbedingt auf diese sentimentale Ebene ziehen? Ich mag dich. Belassen wir es erstmal dabei. Erzähl mir doch lieber, wie es bei dieser Prüfung lief. Friendzone. Du hast sie doch mit diesem traurigen Mädel abgelegt, oder? Ja, was? Jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst, verdammt. Aber so ist es eben. Irgendwann hat man seinen Teil getan. Junge, Junge, jetzt haben wir uns aber verquatscht. Hat mich jedenfalls gefreut. Endlich mal jemand, mit dem man sich anständig unterhalten kann. Wir sehen uns, schönes Fräulein. Jeder Tag wie der letzte, Teil 2 haben wir beendet. Habe ich da irgendwas mit ihm aber auch verkackt? Hätte da mehr passieren können jetzt, oder nicht? So, Bett-Eigentum. Achso, ist nicht mein Eigentum, stimmt. Da ist ja noch eine Mühle angezeigt. Was ist das denn für eine Mühle hier jetzt? Hier unten, ne? Grenbarts Mühle entdeckt. Grenbart, hallo. Bist du Grenbart? Hallo Grenbart. Feiner Grenbart. So, ne, aber ich gehe mal davon aus, dass der da drin ist. So. Arkmühle der Grenbarts. Okay, ich kann da nicht rein. Da wäre schön, wenn da noch ein paar Quests gewesen wären. Überspringen oder so wegen der Hauptquest? Andralea sind an die Pfade ihrer Väter und Vorväter gebunden. So, dann erstmal wieder. Madame? Nach Hause finden? Hm? Die Dame? Der Herr? Der Herr? Einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen finden. Halt die Maus, hast du einige Momente gedrückt, wenn, um mit deinem... Okay, konnte ich auch nicht zu Ende lesen. Das stört mich aber auch immer wieder. Dass man diese Sachen einfach nicht zu Ende lesen kann. Achso, hier gibt es aber auch noch Sachen, die ich verkaufen kann. Den behalte. Obwohl, warte mal. Ich nehme mal alles von hier mit. Sind zwar jetzt überladen. So, hier haben wir edle Schuhe drin, ne? Was haben wir da drin, ne? Menschenfleisch. Okay, hier dann auch Menschenfleisch. Ach. Haben wir da gegessen? Das stört mich ein bisschen. So, hier sind Bücher. Okay. Nein. Reinlegen. So, und das, was wir doppelt haben, nehmen wir da wieder raus. Das hier zum Beispiel.
Das ist der verlorene Brigand. Den haben wir. Den haben wir zweimal. Den auch. Den haben wir sogar dreimal. Rüstung, okay. Dann ist das. Nein, nicht anziehen. Achso, ist schon morgens. Morgens. Nächster Tag. Okay. Wieso sind wir denn nun? Ah ja, weil wir aus Versehen das Falsche hier angezogen haben. Was hatten wir vorher an? Feinstahlharnisch, glaube ich. Den Rest müssen wir verkaufen, oder wollen wir verkaufen? Ja, jetzt ist halt nur der Weg richtig lange. Wo hab ich das nur? Samuel. Ah, willkommen, willkommen! Wie kann ich euch behilflich sein? Ich möchte verkaufen. Dies und das. Schaut einfach selbst. So, was kann ich ihm andrehen? Den haben wir ja doppelt. Wie viel Gold hat er? 900. Die, das, das. So, das kann weg, das kann weg. So, dann haben wir hier die Dinger. Das. Interessanten Streitkolben. So, kann auch. Ne, der zahlt dafür nichts. Windwurz wollten wir behalten, stimmt. Ah, meine Baupläne. Genau, die muss ich auch noch mal kurz einlagern. Schaltet wohl. Wo hatten wir die Baupläne reingetan? Waren die auch hier? Ich glaube hier auch, ja. Dann oder warte, ich pack mal. So, das packen wir auch mal da rein. Blutiger Schädel, massiver Schädel und normaler Schädel. Die müssen wir auch noch irgendwo hinpacken. Wo packen wir die rein? Was haben wir da drin? Hufeisen. Haben wir hier oben noch was, wo wir die Schädel reinpacken können? Ich pack dich hier. So, die blutigen Schädel, die sehen alle sehr schön aus. Die massiven Schädel und die normalen Schädel. Dann den Rest können wir wieder verkaufen.
So, beziehungsweise, wie sieht es euch hier aus? Teil von etwas bedeutsam, Teil 3. Wart Mysterio anrein, der die Zeremonie vorbereitet hat. Ich habe die Prüfung überstanden. Alles, was nun noch zu tun bleibt, ist es für Kalia und mich, den Heiligen Eid abzunehmen. Dann zu Hütern des ersten Deals. Helio Arantial sagt, ich solle in einem Tag wiederkommen. Bis dann wird die Zeremonie vorbereitet sein. Malphas zum Gruß. Grüße. Ich bin mir sicher, ihr werdet etwas finden. So, kann ich hier die behalten, war? Das und das? Lebt wohl. Jo, lebt wohl. Gibt's sonst noch was? Alles frisch von der Bauernküste. Ist doch immer dasselbe. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Fisch und Meergetier. Ja, all dies, das gibt es hier. So, Adelsviertel. Mal gucken, wie lange ich noch warten muss, bis ich dann die Zeremonie abschließen kann. Na los, geht weiter! Hallo? Hallo. Beziehungsweise hier oben haben wir ja auch noch ein Haus, das wir kaufen können. Ja. Was wollt ihr? Hm? Ja? So, war doch... Ah, Gabus Edelwaren? Edelwaren? Guten... Na sowas, ein fremdes Gesicht. Wie kann Gabor Gabov euch den Tag versüßen? Ein Pyrrhischer Dolch? Nein, vielleicht ein Bienenhänder aus den Steppen Arasials? Erzählt mir doch erstmal, was genau ihr hier verkauft. Wartet, sagt das nochmal. Was verkauft ihr hier? Beim Namen der Sonne. Ihr kommt aus Nerim und besser noch Ostian. Oh, bei den nunmehr verstorbenen sieben Göttlichen. Was bringt euch hierher? Lange Geschichte, ihr kommt auch aus Ostian? In der Tat. Und bevor ihr fragt, ich bin geflohen, so wie ihr vermutlich auch. Der Künstler in mir liebt das Chaos, aber der Familienmann in mir nicht. Zumindest nicht so sehr, dass ich geblieben und damit das Leben meiner Familie riskiert hätte. Und jetzt bin ich hier. Beim Antlitz der Zeit, was ist das nur für ein fader Ort? Die Menschen hier, dieses ewige Geschwafel von Pfad und Malphas. Ich hätte nie gedacht, dass es dem Orden so lange gelingen würde, die Kunde vom Tod der Götter zu verschweigen. Aber an einem Ort wie diesem geht das ja alles von selbst. Die Leute hier sind so verbohrt, dass es mich wundert, dass sie nicht noch zu Asatoron beten. Ihr sagt, warte mal. Ich habe ein Band des Schlechters von Ark gefunden. Könnt ihr mir etwas dazu sagen? Der Schlechtere? Gar nicht, sage ich dazu. Ich verkaufe hier meine Waren und ansonsten halte ich mich als Fremdländer fern von solchen indraläischen Angelegenheiten. Fragt mal Marius in der Bibliothek, der weiß mehr. Aber ob er mehr Lust hat, darüber zu reden? Keine Ahnung. Ja, tut mir leid, dass ich gefragt habe. Und jetzt verkauft ihr was? Artefakte? Wie zum Henker kommt ihr daran? Oh, schönes Fräulein. Wenn ich euch das sagen würde, gäbe es doch keinen Grund mehr für euch bei mir zu kaufen, oder? Berufsgeheimnis. Mhm, so einer also, okay. Und ihr seid Künstler? Oh, ja, das bin ich. Künstler des schwarzen Pulvers, der feurigen Momente, könnte man sagen. In Nerim konnte ich davon leben, aber hier ist meine Kunst bei weitem nicht so anerkannt wie dort. Okay, zeig mir doch mal, was ihr im Angebot habt. Aber sicher doch. So, was hat er hier? Ein Messer. Dann hier blaues Seidengewand. Kleiner Rucksack. Mittlerer Rucksack. Nichts von Interesse für mich jetzt. Alter Foliant plus 1 Wissenspunkt. Das Buch sieht cool aus. Dann Handwerksbuch, Alchemie-Experte, Geselle, Lehrling, Meister. Okay, hier nur sehr viele Lehrbücher.
Und dann hier Tätigen des Loram Wasserklinge. Ansturm, Stufe 1. Stimmt auf eure Gegner zu und versetzt sie ins Taumeln. Kostet einmal einen Änderungspunkt. So, die kleine Maus Mitata. Oh, die kennen wir noch nicht. Die kaufen wir mal. So, Bauplan, Ankleidepuppe. Arcana Verzauberer. Bank. Bebender Takyras. Bauplan Bettschlicht, Bierfass, Blumenkorb gemischt, Blumenkorb Violett, Blumenvase, Feinstahl Handschuhe, Feinstahlhelm, Feinstahlschild, Feinstahlschuhe, Festlederharnisch, Feuerholz, Feuerholz, Gemälde 1, Gemälde 2, Gemälde 3, Gemälde 4, Gemälde 5, Gemälde 6, Gemälde 7, Gemälde 8, Gemälde 9, Gemälde 10, Gemälde Landschaft 1, Landschaft 2, 3, 4, Heuballen, Hirschschädel, Holzkasten, Holzregal, Holztisch, Irlanda-Statue, Keramikamphore, 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 mittlerer Rucksack, Pelzvorleger, 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 warte mal. Hirsch, Löwe, Wolf, Ahorn, Pflanze Ahorn, Pflanze Baldriswurzel, Farn, Lavendel, Nachtschatten, Pilzzucht, Stechpalme, Pflanze, Wathürenzunge, Wacholder, Hyräische Stiefel, Hyräischer Helm, Hyräisches Schild, Raumtrenner, Runenbogen, Runenharnisch, Runenkriegsaxt, Schrank, Silbergroßschwert, Silberschwert, Stahlharnisch, Steinaltar, Steinregal, Trophäe Bär, Elch, Elchkuh, Geweih, Gletscherhund, Grubenratte, Knochenfisch, Königskrabbe, Schattenpirscher, Trophäe Wolf, Ziege, Truhe Massiv, Schlicht, Schlicht offen, Wandkorb, Alter, wie viel hat der denn? Wandpelz, Löwe, Wolf. Zielscheibe, Übungspuppe, Rundumbahn, jetzt Einzelteile. So. Sichere Straßen euch! Was ist das, was ich hier habe für Handschuhe? Sternlingshandschuhe. Nicht Püree. Was wäre das von einem Püree? Der Herr wird es euch vergüten. Ja, wie euch verlaufen. Was willst du? Ja. So viele fremde Gesichter. Na, das ist auch schön. Ich würde vielleicht noch mal kurz zur Bank gehen und gucken, ob wir vielleicht... Das ist jetzt Kasernenviertel, verdammt. Da wollte ich nicht hin. So, noch mal umdrehen. Laut einer alten indraleischen Legende haust in den tiefsten Tiefen. So schön, wenn man zu Ende lesen darf. Aber okay. Da wollte ich hin. So, Inal ist die Sprache, die auf allen Kontinenten zivilisierten, also der von den... Ah, das ist das, was die immer sagen. Inal nicht... Na los, geht weiter! Krieg auf Kyra. Krieg auf Arasial, Krieg auf Kile. Aber das ist das, was die immer hier sagen, glaube ich. Oder? Diese Inhalt nicht verstehen, verzeiht. So, okay, jetzt zu ihm noch einmal. Schreit. Hallo, wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, ich möchte einmal meinen Goldverein sehen. Natürlich. So.
247 Groschen pro Tag. Und durch Anteile, so, warte mal. Ich bin an einem anwesend. Zeigt mir doch mal euer Angebot. Natürlich. Was hat er so? Der hat aber auch Handwerksbücher jede Menge. Sammlung. Hier vielleicht. Ich will jetzt wissen, wie viel das andere Anwesen hier kostet, im Adelsviertel. Nur 6.000. Ich ihm was andrehen? Ist nichts wert, einfach Knoblauch. Okay. Schreitet wohl. Belassen wir das dabei. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. We'll be right back.